Ihr habt ja wahrscheinlich gemerkt, dass alle meine Videos wieder online sind. Und das hat folgenden Grund. Nicht kontrolliert mehr. Meistens sind die um die Uhrzeit auch gar nicht mehr da. Oder noch gar nicht da, weiß ich nicht, ob die jetzt immer erst später kommen. Auf jeden Fall, letzte Woche stand hier kein einziger Polizeiwagen. Ja, heute auch nicht, so wie das aussieht. Die kommen bestimmt erst später jetzt. Morgens um 6 oder so. Ja, als ich nach letzte Woche die zweite Tour nach Helsingborg gefahren bin, da waren sie hier. Aber da war es ja auch schon 6:30. Ne? Aber hier ist alles dunkel, hier ist auch keiner. Nix Controletti. Ist ja nur gut, dann geht's schneller. Für die paar Autos nachts lohnt sich das wahrscheinlich gar nicht. Schon gar nicht von Sonntag auf Montag. Einschlafen, weil es
eh immer ein Problem, ne? Sonntags war ja Wochenende dann und da hat man dann auch ausgeschlafen und dann ist man dann Sonntagabend gar nicht müde, ne? Das kommt dann in der Nacht, ne? Wo man wieder fahren muss von Sonntag auf Montag. Da kommt dann die Müdigkeit. Das ist so. Naja. Aber wir haben es ja nicht mehr weit jetzt. Ich sag mal noch eine gute Stunde. Dann kann ich da hinten ins Bettchen springen. Denke ich mal, eine gute Stunde noch. Kommt halt auch drauf an, wie das mit der Fährverbindung da gleich klappt. Ob ich da dann lange warten muss oder ob ich gleich Anschluss bekomme. Aber das sehen wir gleich. Weil die fahren ja, wisst ihr ja, die fahren ja so früh morgens noch nicht. Alle 20 Minuten. Mitten in der Nacht fahren sie, glaube ich, jede Stunde nur. Und so ab früh morgens, ich glaube ab 4 oder halb 5, da fahren sie jede halbe Stunde oder alle 40 Minuten irgendwie so. Ist auch immer unterschiedlich da. Kommt immer darauf an, was da los ist. Ja, und am Tage fahren sie halt alle 20 Minuten. Ne? Von Helsingør nach Helsingborg. Naja. So, da sind wir in Schweden, nicht wahr? Haben es gleich 6 Uhr. Ein bisschen länger gedauert. Die Fähre hat ein bisschen länger gebraucht zum Anlegen. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Aber das ist manchmal so. War nicht das erste Mal. Ja, wird sogar schon hell gleich, wa? Der Sommer kommt. Obwohl hier ist es nicht so warm wie in Deutschland. Ne? Bei uns war es ja richtig warm das Wochenende. Mann. Wir hatten 25 Grad in der Spitze. Das war schon schön. Das war ja schon Sommerfeeling. Ja, hier sind jetzt 11 Grad. 11 Grad plus, ja, geht auch noch. Letztes Mal, als ich hier war, ne, waren 0 Grad, 0 Grad, minus 1 Grad, so immer in der Richtung. Kühn vor mir. Der Kollege von Kühn. Ja, der. Das ist der, der heute Nachmittag nach Malmö fährt.
ich ja mal gespannt, was die Woche so läuft. Die Woche ist ja wieder länger. Da bin ich mal gespannt. Also bis jetzt weiß ich noch gar nichts. Bis jetzt habe ich noch keine Informationen. Also ist alles drin. Ich schätze mal, dass ich auf, wenn ich hier von dieser Tour zurück bin, morgen früh, meistens ja so zwischen 9 und 10 bin ich ja zurück. Ja. Dann bin ich, werde ich wahrscheinlich die Nacht dann oder den Abend dann auf Abruf sein, schätze ich mal. Ob dann da was kommt, das ist ja wieder eine andere Sache. Ne? Obwohl im Moment wieder mehr los ist. Also Januar, Februar, März war ja, naja, ging so. März war schon ein bisschen mehr. Aber jetzt im April ist eine Ecke mehr los als die Monate davor. Das merkt man schon. In der Straße. Das ist echt unangenehm. Ja, wie gehabt. Auflieger geht auf den Parkplatz. Ja, weil er leer ist, ne? Das ist ja immer so. Obwohl, ich habe ihn auch schon mal an die Rampe gestellt, aber hier hinten an diese Rampen hier von 13 bis, was ist denn das überhaupt? 13 bis 19, ne? Ne, 13 bis 18, so. Da habe ich ihn auch schon mal hingestellt, den leeren. Aber meistens geht er hier, wird er hier hingestellt, auf dem Parkplatz. Ja, dann morgen sowieso wieder einen anderen. Hier schiebe ich inzwischen, das ist eine schöne Lücke. Ne? Das ist eine schöne Lücke, da schieben wir den zwischen. Und dann ist das gut. Okay, ihr Lieben. Ich würde sagen, dann melde ich mich morgen. Früh wieder bei euch, ne? Bis morgen. Tschüss. Guten Morgen. Wir haben es 0.52 Uhr. Ich bin ja noch in Schweden. Ich bin hier bei Felix auf dem Hof. Und ich werde jetzt schon mal meinen Trailer aufsatteln. Papiere habe ich noch nicht. Ich habe jetzt nur den Zettel bekommen hier mit der Trailernummer drauf. Ja. Das ist der 21367. Und den holen wir uns jetzt mal. Der wird bestimmt noch an der Rampe stehen. Schätze ich mal. No, no, no. Nee. Nö, steht nicht an der Rampe. Okay. Okay, steht nicht an der Rampe. Parkplatz.
der Kollege sattelt da gerade auf, beziehungsweise hängt den gerade hinter. Das ist ja, oder hat den gerade abgestellt, weiß ich nicht. Ist ja ein langer LKW. Der steht jetzt aber mit Popo so weit rechts rüber, deswegen komme ich da nicht zwischen. Und deswegen warten wir jetzt mal einen Moment. So, jetzt haben wir es 1 Uhr und 10 Minuten. Wird wieder ganz knapp mit der 1.20 Uhr Fähre. Ja. Heute haben wir übrigens den 9. April 2024 fürs Logbuch. Ja. So, das Mützchen absetzen. Jacke habe ich noch an. Weil jetzt erstmal zur Fähre schnell. In der Hoffnung, dass es die 1.20 Uhr wird. So, die Geschichte sieht schon mal gut aus. Kommen wir locker mit. Ach ja, also 1.20 Uhr. Null Problem. Stehen ja alle noch hier. Da fahren gerade jetzt mal die LKWs runter. Und die Autos. Geht's. Da ist ja gerade mal mit mir hier gerade mal 4 LKWs. Das ist ja gar nichts. PKWs waren glaube ich 2 oder einer nur. Muss gleich mal gucken. Das ist ja wenig heute, ne? Letzte Woche war eine Menge mehr. Ein PKW, 2 PKW stehen drin, ja. 2 PKWs, 4 LKWs. Wunderbar. Oh, wo kommt der denn her? Irland, ne? Ein Irländer. Wow. Ein Ire. So. So, jetzt gehe ich mal hoch und zeige euch, wo es den Kaffee gibt. Schöne Grüße an den Dirk, der sagt, der zeigt doch mal, wo es auf der Fähre nach Helsingborg bzw. von Dänemark nach Helsingborg oder umgedreht, wo es da den Kaffee gibt. Das werde ich jetzt mal tun. So, habt ihr gesehen, Treppe hochgegangen, ne? Und ja, da drüben bezahlt man Kaffee. Hier bezahlt man Kaffee. Und hier holt man den. Also wenn man das möchte, ne? Dann holt man den hier. Aber ich trinke keinen Kaffee. Ich habe ja meinen schon getrunken.
Hier ist früh morgens, ist hier nichts los. Ne? Nichts los. Hier kann man rausgucken. Da sieht man schon Dänemark da hinten. Das spiegelt sich jetzt, ne? Das könnt ihr glaube ich nicht sehen. Ein bisschen da hinten die Lichter. Ne? Ja. Hier ist, kann man auch reingehen. Da kann man auch Kaffee holen. Das ist auch für die Fahrer gedacht hier. Diese Lounge. Da muss man natürlich seinen Coupon mitnehmen, ne, von der Fähre, damit man auch nachweisen kann, dass man Fahrer ist. Und dann kann man sich hier für günstig dann auch Kaffee holen. Ich weiß nicht, umgerechnet glaube ich, keine Ahnung, 2,50 Euro, 2,20 Euro, irgendwie sowas glaube ich, liegt der Preis. Wie gesagt, ich hole hier normalerweise, trinke ich hier keinen Kaffee auf der Fähre. Ich trinke ja morgens in meinem LKW meinen Kaffee, ne? Wenn ich hier aufstehe, dann koche ich mir den. So, dann gehen wir mal wieder runter, ne? Zum LKW. Ja, und mal steile Treppen hier. Also wenn man hier einen Abflug macht, das gibt auch eine Beule wie ein Hochhaus, ne? Ja, nicht viel los hier, ne? Tote Hose. Tote Hose. Minuten, dann sind wir in Dänemark. Schon mal den Tacho gleich umstellen, damit wir das wieder im Griff haben, damit ich das nicht vergesse. Ja, 4 Minuten nur noch, aber kann ich schon umstellen. Eingabe Fahrer Dänemark. Jawohl. Ach so, was ich noch sagen wollte. Ihr habt ja wahrscheinlich gemerkt, dass alle meine Videos wieder online sind. Und das hat folgenden Grund. Ich hatte ja danach gefragt wegen Filmen auf dem Gelände von FedEx, Häusern oder Stationen. Ja, da will sich jetzt natürlich keiner den Schuh anziehen. Keiner will sich da so richtig zu äußern. Also was Deutschland angeht. Und die sagten aber, das, was ich habe, ist okay, aber ich sollte in Zukunft halt sehen, dass ich nicht mehr so filme auf den Plätzen. Also sprich Langenhagen oder große Stationen in Deutschland, FedEx-Stationen. Im Ausland ist das ja wurscht. Ne? Wie gesagt, Helsingborg und so weiter oder auch hier in Großkugel hier. Bei dem kleinen FedEx, da ist ja nichts, da gibt es ja nichts zu sehen groß. Ne? Bei den anderen gibt es auch nichts zu sehen, aber die sagten vorsichtshalber, lieber lass es lieber und damit es kein Theater gibt, ne? Weil man ja auch vorne die Wache eventuell filmt und so weiter und so fort. Man könnte da ja auch Leute mit drauf kriegen, bla bla bla. Und das ist halt das Problem. Ne? Wie gesagt, dann lassen wir das, ist ja nicht schlimm. Ihr habt es ja alle schon gesehen, wie es da aussieht und die Videos, wo es drauf ist, das bleibt ja auch so und in Zukunft filmen wir das halt nicht mehr. Ist ja jetzt nicht weiter tragisch, finde ich jedenfalls. So, jetzt lege ich die Fähre an, gleich geht's los. 3:15 haben wir es, Freunde, und es ist Nebel. Wir haben 8 Grad plus. Tage war es hier wohl lecker warm, denke ich mal.
47. Ja, also noch, ich denke mal noch so 10 Kilometer, dann bin ich in Tappernöye. Bin praktisch gerade hier Köge abgebogen. Naja, gerade ist übertrieben. Ist schon ein bisschen her. Ja, sind wir so um Nebelbänke. Mal ist wieder schlimmer, dann wieder weniger. Naja. So ist das halt. Aber Gott sei Dank ist ja noch nicht viel los. Rütbyhafen haben wir erreicht. Ja, ich war um 4.08 Uhr war ich genau hier, wo ich jetzt bin. Und da habe ich noch Winke-Winke machen können. Die Fähren, die legen auch immer früher ab hier. Normal hat die Abfahrtszeit 4.15 Uhr. Ja, um 4.08 Uhr fuhr die schon. Alles seltsam. Ja, schade. Ich dachte, ich kriege die 4.15 Uhr noch. Jetzt ist es 4.13 Uhr. Jetzt muss ich warten bis 4.45 Uhr. Also eine halbe Stunde. Ja. Jetzt ist die Zeit praktisch hin, die ich da in Schweden früher weggekommen bin. Aber naja. Was soll's. Wie gesagt, wenn ich die 4.15 Uhr gekriegt hätte, wäre ich um 5 Uhr, kurz nach 5 drüben gewesen in Deutschland. Wäre gut gewesen, wäre ich gut durch Hamburg durchgekommen. Jetzt bin ich erst kurz nach 5:30 in Deutschland. Ja, Hamburg wahrscheinlich dann wieder Stau, Berufsverkehr. Ja, ist ein bisschen doof, weil ich habe heute noch ein paar Sachen vor. Wir müssen noch zum Tierarzt heute. Also ich muss heute nach Hause fahren zum Tierarzt. Dann muss ich wieder zurück zum LKW, weil ich ja auf Abruf bin. Und wenn dann, was weiß ich, heute Abend um, sagen wir mal, 20 Uhr, 21 Uhr irgendwas kommt, ja, dann habe ich die Arschkarte. Dann habe ich kaum geschlafen und muss dann wieder die Nacht durchfahren. Deswegen wäre es schön gewesen, wenn das ja, ein bisschen früher hier gewesen wäre. Naja, egal. Klar, sagt man jetzt, gut, das ist eine halbe Stunde, ist ja nicht so schlimm. Aber wie gesagt, wenn Stau ist in Hamburg jetzt, dann ist das schnell mal eine Stunde oder anderthalb und keine halbe Stunde. Ne? Klar, die Verzögerung ist jetzt eine halbe Stunde. Aber durch Stau vielleicht in Hamburg, dann kann das schnell zu einer oder anderthalb werden. Ne? Ihr versteht, was ich meine. Ne? Deswegen, die könnte ich dann ja normalerweise mehr schlafen. Die hätte ich dann mehr Zeit. Ne? Aber so ist das jetzt weg. Vielleicht habe ich Glück und komme so durch Hamburg. Aber das werde ich euch nachher dann mitteilen. Oder ich werde es filmen auf Schnelllauf oder so. Mal gucken in Hamburg. Muss man ja auch immer aufpassen, wenn so viel Verkehr in Deutschland ist mit dem Film. Bis dann erstmal. Ja, 4.37 Uhr. Es geht auf die Fähre. Ich sage auf die, weil ich nicht weiß, welche das ist. Mal gucken, ob wir das schon sehen können, ob da draußen was dran steht. Bei der dänischen kann man das nicht sehen, welche das ist. Aber bei den beiden deutschen Fähren kann man das sehen. Da steht das an der Seite dran vorne. Da kann man das normalerweise immer sehen. Das kann dann nur die Deutschland oder die Schleswig-Holstein sein, bei den deutschen Fähren. Ja, aber wie gesagt, bei den dänischen sieht man das nicht. Ja, das ist die Deutschland. Das kann ich da an der Seite, da kann man das lesen. Auf der linken Seite sehe ich Land und hier auf der rechten Seite sehe ich Deu. Ist da sogar ein Lang-LKW drin hier aus Holland.
Wow, was für ein schöner Schlitten, ne? 1 Scania. New Generation Scania. Ja, mein Fall ist es nicht. Die alten Scania fand ich gut, aber die neuen kann ich mich irgendwie nicht mit anfreunden. Weiß nicht, ist nicht mein Ding. So, gehen wir mal hoch. 6.15 Uhr. Ich bin wieder in Deutschland. Neustadt bin ich gerade. Ja. Hier ist alles noch ziemlich ruhig, ne? Aber es ist ja auch noch früh. Ich lasse mich da mal überraschen, wie das in Hamburg aussieht. Da bin ich mal gespannt. Bis jetzt ist da so ein kleiner roter Punkt, aber das muss noch nichts heißen. Warten wir es mal ab, ne? Ja, Freunde, es ist jetzt 8 Uhr und 10 Minuten. Ich habe eine gute halbe Stunde in Hamburg verloren. So, dann ziehen wir mal die halbe Stunde. Zählen wir mal die halbe Stunde noch dazu, ne? Zu der halben Stunde vorhin bei der Fähre. Ja, dann sind wir jetzt bei einer Stunde, etwas über einer Stunde Zeitverlust. Bin jetzt in Thies-Hope. Normalerweise wäre ich um 9 Uhr in Langenhagen gewesen. Jetzt bin ich um 10.10 Uhr in Langenhagen. Ja. So sieht es aus. Über eine Stunde nicht weg. Naja, aber ich hoffe, jetzt läuft es durch, dass ich nicht noch mehr Zeit verliere. Das wäre schon schön, ne? Und 40 Minuten. Ja. Ich habe meinen Auflieger abgestellt. So, jetzt muss ich erstmal zum Onkel Doktor. Also erstmal fahre ich auf den Hof die Zugmaschine abstellen. Dann fahre ich zum Onkel Doktor, also ich selber. Danach nach Hause. Dann, ja, um 16 Uhr haben wir Termin beim Tierarzt. Entweder mit beiden Katzen oder nur mit einer, das gucken wir noch. Da müssen wir noch mal mit dem Arzt sprechen. Ja, weil die haben beide hinten im Nacken eine kahle Stelle. Ja, das kann viele Gründe haben. Deswegen müssen wir zum Arzt und muss gecheckt werden, was das ist. Da beide das haben, vermuten wir, dass es eine Infektion ist, also eine Pilzgeschichte. Weil das tritt meistens im Nacken auf und dann fehlt das Fell und wie gesagt, es haben beide, ne, haben sich wahrscheinlich dann beide, also eine bei dem anderen angesteckt. Naja, gucken wir mal. Aber ich sage euch da mal Bescheid, was daraus geworden ist. Ja, so sieht das aus. Und dann muss ich wieder zurück zum LKW und dann darf ich mich auch endlich mal ein bisschen schlafen legen, weil ich bin ab 0 Uhr auf Abruf, hat mir Andreas geschrieben vorhin. Ja. Gut. Gucken wir mal, wie das alles so wird. Ich sage euch dann morgen Bescheid spätestens, wie es gelaufen ist. Bis morgen. Tschüss. Guten Morgen, wir haben Mittwoch, den 10. April. Es ist 4.40 Uhr. Ja, heute Nacht ist keine Sonderflut gekommen. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Langenhagen zu FedEx.
Flieger zu holen für Leipzig. Ich fahre dann den Rest der Woche unsere Linie. Ja, so sieht das aus. Gestern beim Tierarzt gewesen noch. Ja. Wie gesagt, das ist, fehlt ja Fell hinten im Nacken. Und der Tierarzt meinte, oh, das kann ja zig Gründe haben. Deswegen fangen wir erstmal mit dem Kleinsten an. Hat erstmal so Aufbaupräparate gegeben. Also erstmal nicht so fette Sachen, ne? Weil es kann auch eine Mangelerscheinung sein. Komisch ist halt nur, dass beide Katzen das haben. Ne? Ja, ja. Deswegen vermuten wir, dass es sich eigentlich eher um eine Infektion handelt. Aber dazu müssten wir beide Katzen mitnehmen. Und der Kater war gestern nicht da. Ja, da konnte man nur die Püppi mitnehmen und ja, die hat natürlich auch da gar keinen Bock drauf. Die hat wieder gezittert und gejammert schon auf dem Weg dahin. Die wusste genau, was abgeht. Aber es tut einem immer in der Seele weh, ne? Aber das will man machen. Aber auf der Rückfahrt war sie dann wieder ganz geschmeidig, sag ich mal. Als wir dann zu Hause waren, so eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, da hat sie dann auch schon wieder geschmust und dann war alles wieder gut. Ja. Ja, ja, wie gesagt, ist auf jeden Fall alles unter Beobachtung jetzt und dann hoffen wir mal, dass das gut wird. Ne? Ja, Antibiotikum hat er auch noch gegeben. Hatte ich, glaube ich, eben noch nicht gesagt. Ne? Das ist, falls doch irgendwas im Körper ist, ne? Was da nicht reingehört. Das kann ja bei Katzen auch immer sein, weil wenn die draußen sind, dann, ja, man weiß ja gar nicht, wo die dran rumlecken, wo die was die fressen und so weiter und so fort. Ne? Sind ja manchmal vielleicht auch Sachen, die gar nicht so gut sind. Ne? Wie gesagt, die das sind nun mal Freigänger und die ja, fangen auch mal eine Maus oder einen Vogel oder was weiß ich, ne, und essen den. Ist zwar nicht so schön, aber ist halt so. Ne, so ist das halt in der Natur. Ja, gut. Ich melde mich dann gleich nochmal, ne, wenn ich den Auflieger habe. Die A2 ist natürlich auch ganz schön voll wieder heute. Und was los? Vor mir lange Schlange LKWs, hinter mir eine lange Schlange LKWs. Drüben auf der anderen Seite auch was los. Und das um kurz vor 5:30. Ja, läuft, ne? Ja, ist allgemein wieder heute Nacht viel los. Verkehrsservice gehört vorhin, da, ja. Auf A1 ist Vollsperrung. Ja. Im Süden sind auch ein paar Unfälle und Straßen gesperrt und Acht auf. Wieder eine unruhige Nacht. Naja, hoffen wir mal, dass wir hier jetzt gut hin und her kommen, ne? Boah, ich bin jetzt kurz vor Zweidorfer Holz, der Raststätte. Ja, jetzt zeigt mir Navi 20 Minuten Verzögerung bei Helmstedt an, auf der A2. Ja, da werde ich in Braunschweig wieder abbiegen und fahren da über die A36. Weil das wird jetzt nicht weniger, das wird immer mehr werden. Das ist wieder in der Baustelle da. Oder immer noch. Die ist ja schon etwas länger da. Ja. Im
Verkehrsservice haben sie es auch schon gesagt. Deswegen, nee, da fahre ich lieber den Bogen. Er zeigt mir jetzt sowieso schon an, dass das gleich schnell ist. Also kein Ding. Ja, ich bin jetzt auf der A36. Wir haben es jetzt 7:15. Ja, es ist Wahnsinn, ne? Wie grün das alles geworden ist. Ich war jetzt ungefähr 2 Wochen nicht hier. Ist alles am Blühen. Wie verrückt. Ja, dadurch, dass das so warm war jetzt die letzten Tage, ne? Das war ja schon teilweise fast sommerlich warm, ne? Da ist natürlich die Natur erwacht hier, aber mal so richtig. Das ist ja echt unglaublich. In so einer Geschwindigkeit. Ich hoffe, dass das nicht nochmal Frost gibt oder so. Das wäre natürlich nicht so schön. Jedenfalls für manche Pflanzen nicht. Ne? Naja. Hoffentlich nicht. Aber sonst was Schönes. Das riecht auch wieder so von diesen Rapsfeldern, ne? Diese gelben Rapsfelder, das riecht immer so süßlich. Kennt ihr ja bestimmt auch. Ne? Da weiß man immer so, ah. Herrlich, jetzt der Frühling da, ne? Wenn man diesen Geruch in der Nase hat. Schon schön. Oh, schaut mal hier auf der rechten Seite, ne? Das meine ich hier, die Felder. Hier riecht das auch wieder so süßlich. Herrlich. Das ist aber auch ein strahlendes Gelb. Sieht echt herrlich aus hier die Natur. Gehe ich mal von aus, dass ich da Ladung bekomme. Auf den Autohof hinten muss ich auch mal. Würde mich mal interessieren, wie der so ist. Wenn ich mal ein bisschen Zeit habe, gucken wir uns den an. Ne? Heute ist eigentlich so ein typischer Frühlingstag. Wir haben 13 Grad, 17 Grad soll es werden heute. Passt schon, ne? Schon ganz angenehm. Oh, wir sind hier los. Ah, der lässt mich durch. Das ist ja nett. Das ist aber nett. Dankeschön.
ein netter Hermesfahrer. Unheimlich viele neue DAF sind da mit Hermesbrücken unterwegs. Die DAF XL, ne? XG, Entschuldigung. DAF XG. Na gut, das sind glaube ich ja auch alles Subunternehmer, ne? Zum größten Teil. Außer bei denen, wo jetzt Hermes dran steht. Oder irgendeine andere Spedition. Obwohl, ja, wenn der Hermes dran steht, glaube ich, hat er auch nicht unbedingt was zu sagen. Das weiß man immer nicht. So, mal gucken, ob das Türchen auf ist. Die letzten Male war immer die Schranke zu. Die scheint heute auch zu sein. Dann muss ich klingeln. Dann muss ich klingeln und dann machen die hier auf. Oh, das Tor 65 ist ja besetzt. Okay. Naja, ich gehe erstmal klingeln. Tja, Freunde, 11.30 Uhr ist es schon. Hat heute richtig lange gedauert bei FedEx. Ja. Normal habe ich ja 12 Uhr Abfahrt bei Future. Das wird heute nichts. Bin gerade mal 10 vor 12 da. Ja, ja. Jetzt haben wir es 11.55 Uhr. Ich stehe an der Rampe bei Future. Eben ist die Kamera ausgegangen. Ich quatsch die ganze Zeit weiter. Hab das gar nicht mitgekriegt, als ich da auf die Autobahn gefahren bin. Ne? Naja, aber ist egal, ich habe eh jetzt nichts Wichtiges gesagt, von daher egal, habe sowieso schon wieder genug gefilmt, ja. Mal gucken, wie ich die Woche, ob ich da noch was filme, wie ich das aufteile, mal schauen. Tja, da werde ich heute auf jeden Fall zu spät kommen, da können wir mal von ausgehen. Er versucht sich jetzt zwar zu beeilen, der Kollege hier, aber der kann ja im Grunde nichts dazu. Ne? Ist ja nicht sein Verschulden. Ja. Ja, die, ich weiß nicht, ob die mich vergessen haben oder was. Ich bin dann nochmal rein und sage, Leute, was ist los? Ja, da war nur noch einer da und er sagte dann, wie, bist du noch gar nicht beladen? Er sagte, nein. Oh, sagt er, ja, okay. Also, scheint mich irgendwie... Ja, irgendwie scheinen sie darüber weggekommen zu sein, weil da war sehr viel los heute. Ja. Naja, kann passieren, ist menschlich. Wollen wir mal nicht, ne? Nicht böse sein. Bringt ja auch nichts. Dadurch können wir es auch nicht zurückdrehen. Ja. Aber wie gesagt, ich hätte ja auch früher noch mal reingehen können, aber das war ein bisschen komisch. Ich war drin, habe mich angemeldet und da stand ich an der falschen Rampe, weil meine, habt ihr ja gesehen, als ich ankam, meine Luke war ja besetzt. Die 64 ist kaputt und da bin ich rangefahren. Das wusste ich natürlich nicht, dass die kaputt ist. Dann bin ich reingegangen, habe mich angemeldet, haben mir gesagt, fahr mal an die 63, weil die 64 ist kaputt. Gut, sag ich, fahre ich an die 63. Und da sagte der andere noch, wird noch ein bisschen dauern, weil hier ist heute viel los. Und da habe ich mir dann nichts bei gedacht. Dann bin ich, ne, 63, ja gut, wenn es ein bisschen länger dauert heute. Deswegen bin ich nicht nochmal reingegangen und habe genervt. Ja. Naja, egal. Ist gelaufen. So, mittlerweile ist es 12.45 Uhr, Viertel vor 1. Ja, der hat sich sehr beeilt. Der Kollege. Bin um 12.20 Uhr da weg. Also hat etwas über 20 Minuten gebraucht zum Laden. Zum Abladen und zum Laden. So. Das ist schon gut. Da kann man nicht meckern. Aber trotzdem werde ich
so wie es aussieht, bis jetzt zu spät kommen, weil es ist auch noch Stau auf der Autobahn, auf der A2, ist hier Zeitverzögerung von über 20 Minuten, ja, ich denke mal, das wächst auch noch, ist auch wieder bei Helmstedt. Ich weiß nicht, ob da jetzt in die Richtung Hannover auch irgendwie eine Baustelle ist, ich weiß es nicht. Ja, ich werde da auch nicht lang fahren. Ich werde wieder über die A36 fahren. Weil Google Maps zeigt mir ja den Stau für normale Autos an. Ich denke mal, dass hier LKWs da auf der rechten Seite, wenn das eine Baustelle ist, noch viel, viel länger stehen. TomTom zeigt mir wieder gar nichts an. Laut TomTom-Navi ist alles super, alles frisch. Ja, kannst du dich nicht drauf verlassen. Das Einzige, was bei dem hier gut ist, bei diesem TomTom hier, ist halt, dass die Uhrzeit immer stimmt. Die Ankunftszeit. Aber ansonsten, ich weiß nicht. Manchmal geht es ganz gut und manchmal, ja, überhaupt nicht. Deswegen, da verlasse ich mich nicht drauf. Im Radio sagen sie den Stau auch an, von 20 Minuten. Aber wie gesagt, das ist für Autos, ne? Für PKWs. Ich denke mal, das ist eine Ecke länger. Ach ja, Leute, heute ist wieder ein Tag. Muss ich hier von der 36 auch runterfahren in Wolfenbüttel und dann rüber zur A7, weil bei Braunschweig beim Kreuz hinten, da wo es auf die, was sind das, 395 oder was weiß ich, diese Stadtautobahn Braunschweig, da wo es da drauf geht, da davor staut sich jetzt auch 6 Kilometer. Es ist echt ein Driss. Jetzt fahre ich hier runter und fahre rüber zur A7. Salzgitter praktisch, komme ich dann auf die A7 gleich drauf. Ne? Und ich jetzt da bei MAN lang, ne? MAN Salzgitter. Ja. Geht leider nicht anders. Ja, geht schon anders, aber blöd, ne? Ich will keinen Bock jetzt noch irgendwie lange im Stau rumzustehen. Weil da ist ja auch eine riesen Baustelle an dem Kreuz. Ne? Das ist dieses Kreuz, wo es dann auch wieder Richtung Kassel geht und Richtung Hannover und so weiter. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Kann man sich ja nicht alles im Kopf merken. Aber ich denke mal, ihr wisst, wo ich meine. Geht es auch nach Wolfsburg, geht es auch. Ich glaube, das ist die 395, heißt die, glaube ich. Kann man noch mal gucken hier. Vielleicht sehe ich das hier. Geht ja sowieso hier gerade langsam. Ja, genau. Ich komme jetzt auf die 39 und dann auf die A7, richtig. Genau. So läuft das jetzt. Strecke 391 heißt die. Genau. 391. Richtig. Und der Stau, der ist hier bei dem Kreuz Braunschweig hier. Ach ja. So sieht er da aus. Ein bisschen durchs Grüne, ne? Muss das auch alles positiv sehen. Aber wieder die schönen Rapsfelder hier. Bloß der Ausblick zum Salzgitter Stahlwerk, der ist nicht ganz so hübsch, aber naja. Können ja zur anderen Seite gucken. Ja. Ja, Freunde. Ich habe Feierabend, ich bin jetzt auf dem Hof.
Wir haben es jetzt, weiß ich gar nicht. Ich gucke mal. 17 Uhr und 3 Minuten. Ja, bin aber schon seit einer Viertelstunde ungefähr hier. Ja, bin natürlich zu spät gekommen, über eine halbe Stunde, aber war ja nicht meine Schuld. Ne? Deswegen wurde alles so vermerkt und Gutes. Okay, dann würde ich mal sagen, ich beende das Video hier mal. Wenn nichts Außergewöhnliches mehr passiert, dann bleibt das Video so, wie es ist. Ja, weil ich habe genug Filmdateien zusammen. Und bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Video. Ciao.